Hauptamt und Ehrenamt, es ist wohl an kaum einer Stelle so eng miteinander verbunden wie hier in der Feuerwache Briesker Straße. Hier arbeiten die hauptamtlichen Kräfte der Kreisstadt mit 18 Berufsfeuerwehrleuten. Bei den freiwilligen Feuerwehren hier in Senftenberg und in den Ortsteilen sind rund 180 Kameradinnen und Kameraden aktiv und das ehrenamtlich. Das Ehrenamt ist natürlich ganz, ganz wichtig und ich möchte mich als erstes bedanken bei allen ehrenamtlichen Feuerwehrmännern und Frauen. Ein ganz besonderer Dank natürlich auch an die Führungskräfte und an die Jugendwarte, die machen eine ganz hervorragende Arbeit und es ist viel, viel Verantwortung und wir alle wissen, dass diese Arbeit sehr zu schätzen. Und ich freue mich natürlich genauso über die engagierte Arbeit der Hauptamtlichen hier in diesem Gebäude, denn sie nehmen auch den Ehrenamtlichen viel Arbeit ab. Sie sind verlässlich, sie sind ganz schnell und gerade nachts ist es auch eine Erleichterung für die Freiwilligen, wenn die kleineren Dinge vielleicht dann doch hier von den Hauptamtlichen über Nacht erledigt werden können, ohne dass die Freiwilligen nochmal von zu Hause rausgerufen werden. Das ist natürlich nochmal ganz wichtig und ich denke, es stärkt auch den Freiwilligen den Rücken. Und da hat sich auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen und den Hauptamtlichen über die Jahre entwickelt. Und wir alle können wirklich stolz sein, dass wir die gute Truppe haben. Auch bei der Feuerwehr steht ein Thema immer wieder ganz oben, der Fachkräftenachwuchs. Sowohl bei den festangestellten Florianshüngern als auch bei den Freiwilligen. Zurzeit ist es eher schwierig, neue Mitglieder für die Feuerwehren zu gewinnen. Und wir müssen immer sehen, dass wir genügend ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden finden, die bereit sind und die auch in der Lage sind, uns als Feuerwehr zu unterstützen. Ja, das ist eine riesen Herausforderung, vor der wir stehen. Nicht nur wir als Feuerwehr Senftenberg, sondern generell und im Hauptamt kann man sagen, da ist es natürlich so, dass wir auch hier mit den umliegenden Berufsfeuerwehren irgendwo in Konkurrenz um die wenigen Berufsfeuerwehrleute stehen, die es gibt. Und auch da wird es schwierig, junge Leute, die hier sind, zu halten, wenn sie bessere Konditionen zum Beispiel in der Berufsfeuerwehr Dresden finden, weil sie dort bessere Aufstiegschancen haben oder sonst irgendwas, dann ja, muss man schon ein bisschen was tun, um die hier zu halten. Das ist nicht immer ganz einfach. Dennoch, die Senftenberger sind eine schlagkräftige Truppe und sie haben ein einsatzreiches Jahr hinter sich. Das Jahr war geprägt eigentlich durch die überwiegend durch normale Einsätze. Den großen Ausreißer nach oben gab es in diesem Jahr eigentlich nicht. Wir hatten aber natürlich auch, wir waren auch als Feuerwehr Senftenberg beteiligt an der Hilfe für das Ahrtal nach den verheerenden Überflutungen dort im Sommer diesen Jahres. Haben wir dort Kräfte überörtlich abgestellt, die dort 10 Tage lang im Einsatz waren, zusammen mit dem Kontingent des Landes Brandenburg. Wir hatten ja auch wieder leider Gottes eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen, eben auch mit teilweise eben mit tödlichen oder mit schwer Verletzten und so weiter, was nicht so, was immer auch ein bisschen ja, die Kameraden mitnimmt. Großes Thema sind mittlerweile auch Unterstützung Rettungsdienst, nicht nur Corona-bedingt, sondern eben auch vielleicht der alternden Gesellschaft zuzuschreiben, ja, Türnotöffnungen. Weil Leute in ihrer Wohnung verunfallt sind oder nicht mehr in der Lage sind, dem Rettungsdienst die Tür zu öffnen oder so, dann ist die Feuerwehr gefragt, da die Tür mal zu öffnen. Für all diese Aufgaben ist natürlich eines wichtig, eine solide Aus- und ständige Weiterbildung. Für die Kräfte der freiwilligen Wehren heißt das, das sind Ehrenamtler oder so, die arbeiten am Tag. Und alle Ausbildungen und alle Fortbildungen und alle Aktivitäten finden außerhalb der normalen Arbeitszeit, also in der Freizeit statt. Und deswegen, also der Aufwand, den man da betreibt, der ist schon nicht zu unterschätzen. Man muss im positivsten Sinne ein bisschen verrückt sein oder so, um sich das anzutun. Aber das geht anderen in ihren Vereinen, Sport und so weiter. Wer diese Arbeit mit Leidenschaft betreiben will, der guckt wahrscheinlich nicht auf die Minute. Neben dem Faktor Mensch sind natürlich auch gefragt gute Technik und beste Ausrüstung. Das wiederum ist Aufgabe der Stadt. Also die ganz große Baustelle wird das Feuerwehrgerätehaus in Peikwitz sein. Da sind alle Abstimmungen jetzt gelaufen. Da werden jetzt die Planungsaufträge ausgeschrieben und ausgelöst. Der nächste große Bereich ist natürlich die Feuerwehr in Brieske. Da wollen wir anbauen. Da gibt es aber noch Probleme mit dem Grundstück. Das Thema Niemsch ist noch ein bisschen offen. Da werden noch Gespräche geführt.
aber vor allen Dingen neben den Gerätehäusern natürlich auch neue Fahrzeuge. Und wir können an sich sagen, in jedem Jahr wird ein neues Fahrzeug angeschafft in unterschiedlichen Finanzbereichen. Daneben natürlich immer die normale Ausstattung, ob es nun die Einsatzbekleidung ist, die technische Ausstattung, all das muss gewartet werden. Und das ist natürlich auch eine wichtige Position im Haushalt. Und es ist aber immer politisch völlig unstrittig. Geld wird für die Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Da gibt es eine politische Einheit. Damit es auch in Zukunft in Senftenberg heißt, gut wer.